Ein wunderschönes Moin Moin, willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. Wir sind in der Nacht angekommen, die Stadt ist hell beleuchtet. Weihnachtsbeleuchtung auch hier überall, sieht richtig, richtig schön aus. Wir machen jetzt weiter mit ein paar App-Missionen. Denn mit Tinkerer müssen wir erstmal Pause einlegen. Ja, Finn hat jetzt herausgefunden, oder ja, Miles hat es ihr gezeigt, dass er Spider-Man ist. Und sie ist erstmal verschwunden. Also machen wir das nächstbeste in dieser Situation und suchen eine vermisste Katze. Mein bester Freund Vector ist weggelaufen. Kannst du mir vielleicht helfen? Er liebt übrigens Spinnen. Eine Katze, die Spinnen liebt. Alles klar. Und damit machen wir heute weiter in der heutigen Miles Morales Folge. Schön, dass ihr dabei seid in Folge 19. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge, die immer wieder so rasant war. Also arme Katze, ganz allein in der großen Stadt. Ich finde dich. Arme Katze. Hey! Oh. Ich fand ja auch die Geschichte mit Peter Parker und Black Cat im Hauptspiel auch so richtig gut. Aber es war ja eher ein DLC, oder? Black Cat war auf jeden Fall nice. Abtauchen und schwingen. Mega aus hier. Auch in der Nacht ist die Stadt einfach toll. So, du hast deine Katze als vermisst gemeldet. Hey, Probleme mit einer Katze? Ja, Vector, mein Kater ist weggelaufen, als ich die Post holte. Hier, diesen Rucksack liebt er. Ja? Wenn du ihn findest, springt er sofort rein. Okay. Sind Katzen in Rucksäcken jetzt in? Ja. Haben Sie etwas, das nach Vector riecht? Hier, sein Lieblingsspielzeug. Dankeschön. Süß. Scannen. Und ich habe eine Spur. Okay. Keine Angst, Vector kommt nach Hause. Na dann, auf geht's. Katzen in Rucksäcken, ne? Mit dem Auto in die Stadt. Da ist die Katze wieder im Sack, würde ich dann mal sagen. Hoch auf die Schulbusse. Der Kleine ist flink. Aber hier geht ist die Spur. Das? Das ist eine tote Ratte. Yep, tote Ratte. Gut für Vector, schlecht für die Ratte. Ja. Aber ist die richtige Spur. Ist unter den Bus. Ist er da? Ist er in die Kanalisation? Die Spur führt runter. Die Kanalisation. Ich bleib lieber auf der Straße, danke. Die Katze wird echt schräg riechen. Wer ist mal da hinten hin? Sieht schräg aus, wenn das Rohr so permanent sichtbar ist hier. Ist einfach im Kreis? Ich bin hier wieder am Anfang. Da ist sie doch rein, oder? Wo ist denn hier der nächste Ausgang? Hier irgendwo? Nein. Nein? Hier kam Vector nicht raus. Dann da vorne vielleicht. Okay, ich muss hier Ausgänge abchecken. Vielleicht hier? Hier ist sie nicht raus. Auch bitte nicht. Zwing mich nicht in die Kanalisation, Vector. Hier ist offen. Hier ist er rausgekommen. Da ist die Spur wieder. Jawohl. Hier kam er raus. Also bleibt mir das erspart. Den Geruch hätte ich nie aus dem Anzug bekommen. Feuerleiter. Irgendwo hier. Da. Vectors das Halsband. Sein Halsband. Noch warm. Bin nah dran. Oben drehen. Weglegen. Okay. Man konnte es umdrehen, aber da war gar nichts. Katzen halten sich nicht an die Naturgesetze. Spinnen ja auch nicht. Hier unter versteckt. Na, ich wollte mich eigentlich da unten runter. Ah ne, der ist hier. Geht auf der anderen Seite wieder raus und hier weiter. Okay, ich muss nicht da runterklettern. Ist unter die Lüftungsanlage. Also da ist aber auch kriechen. Da ist aber auch wieder nur eine tote Ratte. Vector! Da halt ist er. Durch, Kumpel! Ich komme! Bleib stehen! Hier, siehst Hab du den dich. Rucksack? Ich denke. Er liebt den Rucksack, hat er gesagt. Vector. Junge, Junge. Jetzt riechst du wirklich nach New York, Vector. Boah. Juhu, da ist die Katze im Sack. Also ab nach Hause. Gut festhalten. Wie das aussieht, ey. Okay. Halt dich fest, Vector. Gleich daheim. Tada. Hier, ich bringe eine Katze im Sack mit. Und voila. Danke dir. Igitt. Dieser Geruch. Ja. Oh, Vector, du hast dir ein Vollbart verdient, süße Kumpel. Katze. Gehen Stinkt. Wir rein. Aber echt süß. Endlich eine App, die funktioniert. Spidey liebt alle Tiere. Okay, sind schon reingegangen. Wir wissen ja alle, wie sehr Katzen es lieben.
zu duschen. Rate mal, welche App auf Platz 24 der Downloads in New York City ist. Keine Die Ahnung. Die freundliche Nachbarschaft. Geil. Alter, wir sind echt in den Top 25? Das ist super. Und ein bisschen gruselig. Cool, halal. Gibt's da Fleischkäse? Hm. Okay, es geht weiter. Nächste. Eins von drei haben wir hier. So, entwischen wir die App. Und kriege ich ein Foto? Ah, dies ist die Dame. Ich habe also Fans? Ja. Hat Hayley nicht auch gesagt, dass eine Freundin von ihr ein Foto haben wollte? Vielleicht ist sie das, ja. So ein ganz anderes Stadtviertel hier. Aber dafür die App missbrauchen, naja. Wir haben heute gute Laune. Haben ja nur drei gebrochene Rippen, aber die sind, glaube ich, schon wieder geheilt. So wie wir uns hier schon wieder mit der Katze auch durchschwingen durch die Stadt. Hey. Weiter. Den Speed aufbauen hier. Hallo. So. Hier auf dem Gebäude. Da ist die Person, die ein Selfie will. Hallöchen, nette Dame. Spider-Man, hi. Ich weiß, du hast zu tun, aber kriege ich ein Selfie mit dir? Klar, hau rein. Oh, cool, danke. Stell dich dahin. Hi. Oh, was? Da hättest du ein Selfie machen müssen, weil. Toll, vielen Dank. Als die Explosion gekommen ist, ey. Das wäre ein geiles Bild gewesen. Zielen? Er hat uns hier. Alter, das ist voll die Gasexplosion gewesen hier. Und sowas zu Weihnachten. Super, noch einer. Komische Position so zu hängen hier. War es das jetzt? Oder habe ich noch einen Gasleck verpasst? Ich höre, glaube ich, noch was. Da, an der Seite. Und da auch. Noch mehr? Oben? Unten? An der Hauswand. Okay. Und der ist noch da hinten. Mach mal das mit dem Herzen. Alte marode Gebäude hier mit so vielen Gaslecks. Noch mehr? Einmal rundum im Haus oder was? Wow, das Auto brennt. Alte Schere. Hier machen wir Hydrant auf, genau, gute Idee. Okay. Danke, Spider-Man. So eine Gasexplosion habe ich noch nie erlebt. Ich auch nicht. Gut, dass du so schnell hier warst. Ja, alles nur, weil ich eigentlich ein Selfie machen wollte. Ich habe gehört, du hast eine App. Ja. Ich bin kein Technikfreak, aber für dich werde ich sie mir ansehen. Mach das mal. So, hab ein tolles Foto mit Spidey, aber dann gab es eine Explosion und er musste weg. Typisch. Ja, toll. Aber du hast ein Foto gekriegt. Okay. Zwei App-Missionen noch. Zwei Stück? Eine 1700 Meter, die andere noch viel, viel weiter weg. Sind das die letzten? Ich dachte, hier in dem Bereich wären drei gewesen. Ja, hier fehlt ja auch noch eine. Hier habe ich nur zwei von drei. Wie kann ich die andere nicht machen? Ich habe jetzt diese hier markiert. Hier fehlt noch, ja, dann noch eine. Aber warum ist denn die hier weg? Die andere ist 4000 weg. Das müsste dann eigentlich hier ganz hinten in Harlem sein. Die hier. Aber warum ist die nicht da in diesem Stadtbezirk, wo ich jetzt bin, die letzte? Nö, die taucht noch nicht auf. Muss ich vielleicht wieder warten, bis die auftaucht. Und dann kann ich mich danach mit Onkel Aaron treffen, dessen Markierung da auch schon auf der linken Seite ist, die gelbe. Saltos drehen hier. Lange nicht gemacht.
Juhu. Oh. Habe ich eigentlich gehört, was da jetzt gesagt wurde mit der App hier? Oh, nicht Jonah jetzt. Mein Laster ist lahmgelegt. Wieder einer von Feast, okay. Hä, wo ist sie jetzt? Die Mission. Ja, jetzt bin ich wieder im Kampf. Weil da vorne wieder Gangster sind, die wieder Raketen schießen. Hier auf dem Dach, die müssen jetzt mal weg. Roxxon, Leute! Jetzt, wo sie kein Labor mehr haben, lungern die auf irgendwelchen Hausdächern rum. Einmal ablenken, bitte. Und da bin ich wieder. Und wieder runter. Und wieder hoch. Geladen und gesichert. Da müsste ich echt mal wieder vom Dach runtertreten. Und wieder weg. Und wieder hoch. Das war zu weit. Aber wir schwingen uns einfach so. Nimm den Gullideckel hier mit. Und dann ballern wir sie den nochmal. Ich kann schießen! Und ich kann euch blitzen. Das ist wohl cooler. Und das war der letzte. Dankeschön, Genki. So, aber jetzt, jetzt ist die verschwunden einfach. Wieso verschwindet da einfach App? Da ist sie wieder. Dankeschön. Sonst sagt er ja immer was, wenn man die anklickt, aber jetzt nicht. Jetzt bin ich aber gleich da. Da ist der Laster. Hey. So. Moin. Entschuldigen Sie, Sir. Oh, Mann, danke. Ich fahre Weihnachtsessen aus, aber der Laster ist eingeschneit. Die Familien zählen auf mich. Weihnachtsessen. Weihnachtsessen ist natürlich auch wichtig für die Familien. Okay. Reiße den Laster aus dem Schnee raus. Du bist großartig. Spitze. War es das schon? Ich kann auch nicht. Hey, du hast dein Klemmbrett verloren. Brauchst du das nicht für deine Fahrtroute? Nimm dein Klemmbrett mit. Mist, die Batterie wegen der Kälte. Ja, warte, ich gebe dir Starthilfe. Du Lebensretter. Er muss dann los. Die Leute warten auf das Essen. Okay. Hoffentlich funktionieren die Bremsen noch. Ne? Nimm die Lieferliste. Ah, die Lieferliste. Siehst du, ich habe doch gesagt, er hat sein Klemmbrett verloren. Und er wollte mich nicht anhören. Miles ist ein bisschen sprachlos gerade. Mann, der gibt aber Gas. Miles redet wieder. So. Der gibt aber wirklich Gas. Wie weit ist denn der schon gekommen? Was für ein verrückter Typ. Der nimmt seinen Job echt sehr ernst, um das Essen schnell auszufahren hier. Ich hab nur kurz das Klemmbrett aufgehoben und der ist schon durch die ganze Stadt gedüst. Halt! Ich hab ihre Adressliste! Oh, wow, danke. Ja. Heute übertriffst du echt alles. Die darfst du nicht einfach liegen lassen. Definitiv zuverlässiger als mein Mechaniker. Ich schulde dir was, Spidey. Ja. Oh, ein Schwein. Ich bin zu müde für den Heimweg. Ich schaue noch im Jazzclub vorbei. Warte, ich bin zu müde für den Heimweg und schaue im Jazzclub vorbei? Das Beste an den Feiertagen ist der Lohnaufschlag.
Ich erfahre gerade ein paar verstörende Neuigkeiten. Was denn jetzt? Spider-Man wurde vor kurzem einer schändlichen Tat überführt. Was? Er stahl Kindern ihr Spielzeug. Ach komm, kann man noch tiefer sinken? Natürlich, meine treue Hörergemeinde. Was hat man nämlich bei seiner Beute gefunden? Spider-Man-Figuren. Er beklaut nicht nur Kinder. Er zwingt sie sogar mit Spielzeug zu spielen, das sie gar nicht wollen. Wirklich frech, unglaublich, unverschämt. Deshalb verkünde ich heute ein neues Projekt für das Just the Facts-Team. Actionfiguren von J. Jonah Jameson. Geil. Ich habe hier einen Prototyp vor mir und muss sagen, dieses Spielzeug sieht unheimlich gut aus. Mega. Was für ein Musterexemplar. Jedes Kind, das etwas auf sich hält. Und jeder Erwachsene sollte so ein Meisterwerk sein eigen nennen dürfen. Ach, Jared. Bestell mal 10 für mich und 10 für meine Frau. Und eine für dich selbst. Die ziehe ich dir vom Gehalt ab. Gern geschehen. Natürlich ziehst du das von deinem Gehalt ab, ey. Ja, geil. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, noch 2 Apps hier. Die hier, die irgendwie nicht aufgetaucht ist. Und die hinten im Harlem. Mal gucken, ob ich noch eine hier im System habe. Ja, die von 4000 Meter. Die. Ich verstehe nicht, warum die andere nicht auftaucht. Ob ich dafür erstmal wieder weiter in der Story muss? Naja. Notfunk ausgefallen. Das ist aber 4000 Meter weg. Bis ich da bin, ist Ostern. Und wir haben gerade erst Weihnachten. Aber wir können ja mal schnell hin. So, das müsste nämlich die sein, die im Harlem fehlt. Und dann hätten wir da schon die 100%. Und fehlt nur noch die eine hier oben, die jetzt irgendwie nicht verfügbar ist. So, aber guck mal, das ist ja hier direkt neben einer U-Bahn-Station. Das machen wir noch. Dann hätten wir die vorletzte App-Mission. Yay. Die können wir uns danach ja komplett schön auf die Hauptgeschichte konzentrieren. Wow. Das brennt aber auch ganz schön hart hier. Das Feuer ist außer Kontrolle. Spider-Man, Gott sei Dank. Irgendwas stört den Notfallfunk. Wir können die Feuerwehr einfach nicht erreichen. Ist noch jemand da drin? Nein, wir haben alle rausgeholt. Aber ohne Hilfe wird das Feuer überspringen. Hörst du das? Nur rauschen. Ich kann die Quelle sicher finden. Keine Sorge, ich stelle ihren Funk wieder her. Die Feuerwehr wäre eben noch da. Je schneller ich die Quelle finde, desto schneller ist die Feuerwehr hier. Mit einem Netze richten hier nichts aus. Mit einem krassen Ding. Gasleck waren die ja noch beschäftigt. Die Signalstörung kommt von da vorne. Von da vorne, ja, ich sehe ja schon. So, also wieder im Heimatbezirk unterwegs hier von Spidey. Feuer brennt ordentlich und ich Gangster, nur schon raus. Wieder die. Das mit dem Tower hat wohl funktioniert. Die Versicherung zahlt nur, wenn alles hinüber ist. Also sorgt dafür, dass das mit dem Rauschen so bleibt. Das sind aber nicht Sie wieder... Sie stören den Funk für einen Versicherungsbetrug? Aha. Das geht gar nicht. Versicherungsbetrug. Hast du das Gebäude mal gesehen? Sowieso schon die reinste Feuerfalle. Aber ey, so verrottet habe ich lange nicht gesehen. Das waren aber nicht hier wieder Fisks, Leute, ne? Ich dachte, von denen haben wir erstmal genug... Er soll den gelben Schnee nicht essen. Wer gelben Schnee gegessen? Widerlich, ey. Aber euch traue ich das zu. Wer hätte gedacht, dass ich die Wärme und das Essen im Knast mal vermisse? Tut mir leid. Hättet ihr euch mal für die Spider-Man-Versicherung entschieden? Was geht hier denn ab? Da ist der! Treffer, kleiner! Okay, der ist down. Okay, dann komm mal her. Hast du gedacht, ne? Okay. Ohne Strom kann der Funk nicht funktionieren. Ich muss den Generator aufladen. Wo ist denn der? Das ist er nicht. Da! Ja, zeig ihn mir doch mal an, ey. Ich sehe immer noch eine Störungsquelle. Noch eine. Da müssen noch andere beteiligt sein. Und so weit auseinander. Herr Sanitäter, ein paar Kerle wollen das Haus für einen Versicherungsbetrug abfackeln. Deshalb stören sie den Funk. Wie bitte? Sie bringen Leute in Gefahr. Ja, was macht das Feuer? Es wird bald auf die Nachbargebäude überspringen. Und ich erreiche die Feuerwehr immer noch nicht. Bald sollte es wieder gehen. Halten Sie durch. Ich sag Bescheid. Das wird ganz schön knapp und gefährlich. Hoffentlich war da wirklich niemand mehr in dem Gebäude drin.
beeil mich ja schon. Das sind immer mega lange Wege hier. Hier geht's um nicht mehr Menschenleben. Weit. Okay, es geht zur Brücke. Nee, hier unten hin. Warte. Da ist die Antenne. Ist wieder stärker. Oh, was hast du gemacht? Warum denkst du immer, dass ich an allem schuld bin? Hä? Was okay. soll das? Da haben sie so einen Fetten dabei. Der Funk muss endlich wieder funktionieren. Das Geld ist uns so gut wie sicher. Und es wird direkt in meine Versicherung fließen. Zwei von den Dicken. Was für ein Mist. Diese Stadt ist ein Müllhaufen. Aber sie ist mein Müllhaufen. Da ist jemand. Kann ich eigentlich den hier auch ausschalten? Ja, ne? Spider-Man! Den unsichtbar Takedown an den Dicken. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hat geklappt. Da ist der! Mich bloß nicht ein, du Rotzlöffel! Rotzlöffel. Jetzt hat er ihn aber gegeben. Du bist tot, Spinne. Und du bist blind, Digga. Er gehört mir! Einer weniger. Und die Knarre nehmen wir erstmal weg. Ich kann schießen! Wollte mal den Schockangriff gegen die Wand ausprobieren, hat geklappt. Das wird nicht gut für dich, Hansen. Hey. Eigentlich könnte ich den eigentlich finishen, wenn er so. Oder ich krieg ihn vom Dach runter. Der lebt ja immer noch. Dann eben so. So, geht doch. Und jetzt der Generator. Strom wiederherstellen. War das der letzte? Ich sollte nach dem Feuer sehen und den Funk überprüfen. Jo. Hey, geht der Funk wieder? Ich höre alles laut und deutlich. Ich habe die Zentrale erreichen können. Sehr die schön. Feuerwehr kommt gerade. Das sind gute Aussichten. Kann sein, dass die letzte App-Mission erst wieder auftaucht, wenn wir in der Hauptgeschichte ein bisschen weiter vorankommen wieder. So, jetzt nach dem Feuer sehen. Ganz normale Superheldenaufgaben müssen auch mal sein. Wasserturmboost. Hui. Und wir sind da. Und das Feuer ist aus. Die Feuerwehr ist aber schnell gekommen, ey. Die Feuerwehr konnte den Brand gerade noch rechtzeitig löschen. Deine App kriegt definitiv 5 Sterne. Geil, danke. Keine Ursache. Und bitte weitersagen. Je mehr Leute die App verwenden, desto sicherer wird New York. Ich werde allen davon erzählen. Nice. Danke nochmal, Spider-Man. Kein Ding. Wenn du nicht wärst, hätten wir immer noch keinen Funk-Spidey. Ein echter Held. Ein echter Held. Ja. So, jetzt sind wir bei 71% hier von der Stadt. Jetzt fehlen hier noch die Nebenmissionen, App-Aufgaben. Fehlt eine, wie gesagt. Ja, alles 100%. Und hier sind es 91. 2 von 3. So, aber wenn ich jetzt die App aufmache, jetzt ist sie da. Danke, Spider-Man. Na, vielleicht, weil das die letzte ist. Wir haben ein Geschenk für dich. Hol es dir ab. Ah, weil es das letzte ist. Black Lives Matter bei dem Bild. Ah, da haben sie ein neues Bild dran gemalt. Aber es ist halt 3500 Meter weg. Das hole ich später. Endlich können wir dich direkt erreichen, Spider-Man. Guck mal, das ist auch, guck mal, hier, das Treffen mit Onkel Aaron ist hier und die letzte App ist hier. Das heißt, ich kann mir in der nächsten Folge die letzte App abholen, das Geschenk, wahrscheinlich, weil es wirklich das letzte ist. Deswegen taucht das jetzt erst auf und dann kann ich mich mit Onkel Aaron treffen und dann sind wir hier in der Stadt richtig gut fertig. Ich hoffe, euch hat die Folge heute etwas gefallen mit den App-Aufgaben, Katze gerettet, mehrere Feuer gelöscht und ein Selfie gemacht. Alles, was zum Tag dazugehört. Und das Haus brennt auch nicht mehr. Also, ich bedanke mich fürs Einschalten. Leute, und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich weiß, dass Spider-Man ein Verbrechen an der Natur ist. Ich erklär's mal. Kürzlich geriet ein Zwischenfall mit einem Kran und einem Hauch von Eis völlig außer Kontrolle, Quatsch. Als sich der maskierte Übeltäter zum Eingreifen entschied. Das Ergebnis? Eine Katastrophe, wie sie diese Stadt noch nie gesehen hat. Wir warten noch auf die genaue Opferzahl. Aber ich kann bereits versichern, dass... Was?
Ich höre gerade, dass glücklicherweise niemand gestorben ist. Aber wahrscheinlich gibt es viele Verletzte zu beklagen. Die Krankenhäuser sollen uns... Ernsthaft? Es hat offenbar keine Verletzten gegeben. Trotzdem, das ändert nichts daran, dass diese Tragödie hätte vermieden werden können, wenn Spider-Man der Natur seinen Lauf gelassen hätte. Jared! Schmeiß das Rechercheteam raus! Die wohnen doch mit dir zusammen! Hol mir einen von ihnen her! Den mit der Mütze! Dieser Jonas ist immer super, ey. Also, haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.